Hallo, hier ist Philipp Haas von Investors TV und in diesem Video geht es um 6 W-Fragen zum Thema Aktien kaufen. Hört sich jetzt erstmal was für Anfänger an, ist es aber nicht nur. Erste Frage, warum sollte man Aktien kaufen? Ja, es ist einfach langfristig die beste Geldanlage von der Rendite. Aktien können schwanken, aber nur wenn man die langfristige Rendite anschaut, hat man, es liegt ungefähr zwischen 5% und 8%, ist das die höchste von allen Anlageklassen. Immobilien kann natürlich noch höher sein, weil man dann einen Kredithebel hat, was man bei Aktien nicht hat, aber per se sind Aktien die Anlage mit der besten Rendite. Ich kann mein Vermögen weltweit streuen, ich kann sofort kaufen, verkaufen zu geringen Transaktionskosten und es kann auch steuerlich attraktiv sein. Ja, das ist also das Thema, warum du Aktien kaufen solltest und ein Vermögensaufbau ohne Aktien ist in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr möglich, wenn man nicht Unternehmer oder so ist. Das zweite ist, wie Aktien kaufen. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Ja, ihr braucht nur Kapital, das ist Geld. Ja, habt ihr hoffentlich ein bisschen was gespart oder wenn noch nicht, dann solltet ihr damit anfangen. Und dann braucht ihr ein günstiges Online-Broker-Konto. Wenn ihr noch ein altes, teures Konto habt, bei eurer Sparkasse etc., geht es auch. Ah, aber ich würde schon empfehlen, da ein neues Konto aufzumachen, weil es einfach günstiger ist, auch von der Usability oft besser. Ihr findet in der Beschreibung zu diesem Video die Anbieter, die ich aktuell am besten finde. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, was man gerade möchte. Schaut euch das am besten an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch das Video, die Investment-Grundausbildung. Ja. Das nächste ist, womit man Aktien kauft. Ja. Es gibt nämlich eigentlich 3 Möglichkeiten, Aktien zu kaufen. Das erste ist es, wo ihr jetzt gleich dran denkt, es wäre nämlich Direktaktien zu kaufen. Das heißt, ihr loggt euch in das Online-Broker-Konto ein und kauft eine BMW, Amazon oder Apple-Aktie. Man kann Aktien aber auch indirekt kaufen über einen Fonds. Da gibt es 2 Arten von Fonds. Es gibt die passiven Fonds, da kauft man zum Beispiel den DAX oder den MSCI World und kauft dann alle Aktien, die in diesem Index sind, mit einem Produkt. Da schaut aber keiner drüber, welche Aktie jetzt besser, schlechter oder toller ist, sondern man kauft einfach alle. Dafür ist es sehr, sehr günstig. Das zweite wären aktive Fonds, wo es einen Fondsmanager gibt, der aktiv schaut, okay, ich finde diese Firma besser und kauft die dann. Dafür kostet es ein bisschen mehr. Eine Alternative dazu wären zum Beispiel Wikifolios, die ich auch verwalte, können auch zur Beimischung interessant sein. Schaut euch das auch mal an. Hat in der Vergangenheit von der Performance auch ganz gut geklappt. Aber wie gesagt, das ist auch das Nächste. Aktien kaufen müsst ihr dann auch immer selber entscheiden, wie ihr das macht. Nächste Frage wäre, wo Aktien kaufen? Ja, denkt jetzt beim Online-Broker, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten und Börsenplätze. Bei einigen Brokern wird es immer automatisch ausgewählt, bei anderen hat man da die Wahl. Ja, es gibt die normale Börse, zum Beispiel Xetra, das ist die, die am liquidesten in Deutschland ist, aber es gibt auch alternative Börsen wie eine Tradegate, eine Lang und Schwarz etc. Das sind teilweise so außerbörsliche Handelsplätze. Zu normalen Trading-Zeiten sind die Spreads, also der Unterschied zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis, gleich groß. Wenn ihr aber zum Beispiel um 19 Uhr handelt bei Lang und Schwarz, kann das ein bisschen größer sein. Dafür könnt ihr überhaupt handeln. Ist auch ein Vorteil. Bei verschiedenen Brokern kann man das dann immer auswählen. Sollte man ein bisschen vergleichen. Ich kaufe oft über Lang und Schwarz, weil ich da auch Aktien habe, da die an Wikifolio und Trade Republic auch indirekt beteiligt sind. Aber das ist einfach nochmal das Weiß, dass es verschiedene Handelsplätze geben kann. Ja? Und eine Frage, die vielleicht jetzt auch ein bisschen schwierig ist, wann Aktien kaufen? Wenn ihr noch gar keine Aktien habt, dann ist immer der beste Tag heute, meiner Meinung nach, denn man sollte nicht so viel Market Timing machen. Es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen, gerade heute keine Aktien zu kaufen. Wenn man natürlich schon viel investiert ist und ein schlechtes Gefühl hat, kann man natürlich auch mal ein bisschen Cash aufbauen. Aber man sollte da keine radikalen Sachen machen, dass man sagt, oh, ich habe jetzt Angst vor irgendwas und gehe dann 100% in Cash. Da kann man mal 20-30% machen. Wenn es dann weiter hochgeht, ist man trotzdem dabei. Wenn nicht, hat man zumindest ein bisschen Cash, um günstiger mal nachzukaufen. Ne? Und generell muss man auch sagen, es nennt sich Market Timing, wann ich die Aktien kaufe. Und es kriegen im Schnitt auch die professionellen Anleger nicht hin. Deswegen sollte man das möglichst wenig machen, es sei denn, wenn man ein bisschen das Risiko begrenzen will. Ja, und die letzte W-Frage wäre, welche Aktien kaufen?
Das ist natürlich sehr, sehr kompliziert für dieses Video. Da findet ihr ganz viele Infos auch auf meinem Kanal. Ihr findet auch Ideen auf investedwatch.net von Aktien, die ich habe, auf einer langfristigen Ideenliste. Aber ihr müsst diese Entscheidung selber fällen. Da nur noch mitgegeben. Eigentlich ist es ganz einfach, ja? Aber es dauert viele Jahre vielleicht, bis man da hinkommt. Und da hängen natürlich viele Fragen dran. Kaufe möglichst gute Firmen, möglichst günstig. Ja? Also wenn ihr eine super tolle Firma gefunden habt, die nicht so teuer ist, basierend auf dem Gewinn, da auch mal das faire KGV-Aktienbewertungsmodell vielleicht anschauen, dann ist es wahrscheinlich kein so schlechter Kauf. Ja? Aber was ganz schlecht ist, ist eine schlechte Firma zu kaufen, die zu teuer ist. Da werdet ihr den Markt nicht schlagen. Das waren also meine 6 Antworten zu den 6 W-Fragen zum Aktienkaufen. Warum, wie, womit, wo, wann und welche. Wenn euch noch weitere W-Fragen einfallen, auch gerne kommentieren oder was ihr anders seht, natürlich auch gerne. Das war, wie gesagt, alles nur meine Meinung. Ganz wichtig, wenn ihr, ich glaube, man muss die Geldanlage möglichst selber auch machen, ja, aber man muss dann auch immer die Verantwortung dafür selber tragen. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video.